Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Dedu von Pop-Up Yoga und heute möchte ich dir anhand von zwei Beispielen Yoga mehr alltagstauglich machen oder Yoga mehr in deinen Alltag hineinbringen. Und zwar haben wir im Yoga einen Grundsatz, der heisst Svadhyaya. Ein bisschen kompliziertes Wort, aber auf Sanskrit heisst das oder bedeutet das eigentlich über sich selber lernen oder dass man konstant über das Leben lernt und dazu lernt, immer neugierig bleibt und uns nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Und früher im klassischen Yoga war mit dem Ausdruck Svadhyaya gemeint, dass man die alten Texte durchliest und wirklich so das alte Wissen sich mit dem vertraut macht und die alte Lebensweisheit eigentlich lernt. Heutzutage ist es aber so, dass man klar kann man auf die alten Texte zurückgreifen, aber ich finde es persönlich sehr schön, wenn man wirklich im Leben dort lernen, das heisst aus Situationen heraus dort lernen und sich anfängt mehr und mehr beobachten, wie man in gewissen Situationen sich verhaltet, wie man in gewissen Situationen reagiert und wenn man das anfängt wirklich bewusst wahrnehmen, kann ich das nämlich auch verändern und kann ich so auch Veränderung in meinem Leben generieren. Aber ich habe dir gesagt, ich werde zwei Beispiele bringen. Und zwar das erste Beispiel ist zum Beispiel, stell dir die Situation vor, und zwar, du bist mit deiner ganzen Familie, sitzt du um den Tisch herum und alle reden, erzählen ein hitziges Gespräch, aber niemand hört sich wirklich zu. Alle diskutieren, es fängt an Missverständnis zu geben und so weiter. Und du realisierst plötzlich, oh, es passiert eigentlich, weil sich niemand zulässt. Und dann kannst du aus dieser Erfahrung, aus dieser Erkenntnis heraus, kannst du anfangen, dein eigenes Verhalten zu ändern und vielleicht dann sagen, okay, ab jetzt nehme ich mich selber ein bisschen am Ohr und fange an, wirklich zuzuhören und kann durch das vielleicht sozusagen die ganze Runde, oder wie man mit sich redet, wie man miteinander redet, kann ich anfangen umstellen, indem ich anfange zuzuhören und als gutes Beispiel für die anderen bin. Als zweites Beispiel, vielleicht kennst du folgende Situation, und zwar bist du im Büro, du bist in der Kaffeepause und man fängt an miteinander zu reden und ganz oft, tu dich mal darauf achten, ganz oft fängt man an, miteinander über gewisse negative Aspekte zu reden. Sei es das Wetter. Beim Wetter, ganz ehrlich, man findet immer etwas Negatives zum Sagen über das Wetter. Vielleicht, ah, heute ist es wieder so wüst, ah, es ist so kalt, oder ah, heute Morgen der Nebel, oder ah, heute ist es wieder so. Man kann immer etwas Negatives sagen. Und indem, dass ich etwas Negatives sage und die andere Person dann sagt, ah, ja, stimmt, das ist ganz schlimmes Wetter im Moment, schaffen wir wie eine Art eine Gemeinsamkeit und eine Verbindung. Und wir können ein Gespräch miteinander führen und es gibt eine Art, eine Verbindung zwischen uns. Was das Problem ist an dem Ganzen ist, dass wenn wir negativ miteinander reden, respektive, wir sagen dem im Deutschen ja so schön, motzen. Also wenn wir motzen und gegenseitig negativ reden, das ist eine Art wie eine Abwärtsspirale. Und ganz ehrlich, die Stimmung verbessert sich durch das nicht in deiner Kaffeepause. Je nachdem, redest du nicht über das Wetter, sondern es ist der Chef, wo man darüber redet und motzt. Oder es sind die neuen Umstrukturierungen, die es im Geschäft gegeben hat. Oder das neue Mitarbeiterreglement, wo, was weiß ich, wo man dann anfängt, darüber zu motzen. Und am Schluss wirklich konstruktiv ist das Gespräch selten. Drum als kleine Challenge auch da, wenn du das nächste Mal merkst, du bist in einer Situation, wo es so ein bisschen Ping-Pong geht, da sagt jemand etwas Negatives, da sagt jemand etwas Negatives und man schaukelt sich so gegenseitig ab, die Abwärtsspirale darab. Vielleicht entscheidest du dich dann in dem Moment zu sagen, du, ich finde das im Fall nicht, ich finde, und sagst etwas Positives und schaust nachher mal, wie sich die ganze Situation verändert und wie du kannst anfangen, wirklich so die Abwärtsspirale anfangen können umändern und plötzlich die Stimmung wieder sich kann lüpfen und sich alle anfangen wieder besser fühlen, weil so gut, wie man negative Aspekte in jeder Situation findet, kann man auch positive Aspekte in jeder Situation sehen. Und das Schöne ist, wenn du dich anfängst zu entscheiden, ich wähle das Positive, dann wirst du merken, dass deine ganze Stimmung und dein Umfeld viel angenehmer wird
und du durch das auch selber viel mehr Glück und Gelassenheit findest in deinem Alltag. Darum, Challenge für dich, das nächste Mal etwas Positives sagen und die Abwärtsspirale zu unterbrechen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und wünsche dir noch einen super Tag.